Die Urlaubszeit sollte die schönste Zeit des Jahres sein. Und manche von Ihnen sind schon im Sommerurlaub, andere bereits zurückgekehrt. Vor einem Jahr war das anders. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Flüge ausgefallen sind und tausende Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihre Vorkassezahlungen lange warten mussten. Wäre es nach der Reisebranche und der Bundesregierung gegangen, hätten wir sogar nur Zwangsgutscheine zurückbekommen. Grund genug, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband mal nachgelesen hat, was uns die Parteien zur Bundestagswahl versprechen, weil auf europäischer Ebene gerade sogar für eine Absenkung des Verbraucherschutzes lobbyiert wird. CDU, FDP und Grüne versprechen uns eine automatisierte und damit schnellere Entschädigung. Das ist gut. Das Vorkasseprinzip stellt allerdings nur die CDU in Frage. Hier geht noch mehr. Wenigstens sollten die Fluglinien sich dem Reisesicherungsfonds der Pauschalreiseunternehmen anschließen. Das wäre ein Schritt nach vorne. Alle unsere Vorschläge können Sie auf www.starke-verbraucher.de nachlesen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband wird sich dafür einsetzen, dass die Parteien hier noch ein Stück verbraucherfreundlicher werden.